Classic-Rock-Radio. Gerade eben ist ein grandioser Auftritt zu Ende gegangen. Wie hat es dir denn gefallen? Es war, ich bin ja mittlerweile das vierte Mal hier, auch mit einer 7-jährigen Unterbrechung. Aber es war wirklich der geilste Auftritt von allen. Es war einfach mega geil. Die Bühne war auch viel größer als damals, mit dem Laufsteg, was für mich sehr, sehr geil ist. Es waren total viele Leute da. Es war auch glücklicherweise auch schon dunkel, dass auch das Licht zur Geltung kam. Das ist immer auch entscheidend. Ich habe auch hier schon im Hellen gespielt. Das spielt eine ganz große Rolle. Publikum war mega geil und ich hoffe, das passiert noch die nächsten Jahre nochmal. Vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich möchte hier sein, wieder. Das ist das Geilste überhaupt. Jetzt hört man gerade im Hintergrund schon die Doro ein bisschen singen. Ja. Da hast du auch eine spezielle Verbindung zu der Doro, ne? Ja, wir hatten ja letztens noch das Interview ganz kurz. Und ich war mit Doro schon vor über 20 Jahren 6 Wochen auf Tournee. Und wir kennen es von daher sehr, sehr, sehr gut. Und hat damals auch die Chemie passte. Und die 3/5 der Band ist doch original so, wie es damals war. Das war heute auch wieder mal schön, die wieder alle hier zu sehen. Und jetzt rocken die ja auch gerade. Das heißt, du wirst mit Doro nachher noch schon 1, 2, 3 Bierchen oder eher Whisky trinken, oder? Sowohl das auch. Ich bin nicht abgeneigt. Ich würde noch sagen, Saarland ist ja was ganz Besonderes. Die Künstler sagen auch immer, es ist echt super, sensationell hier im Saarland zu spielen. Was ist denn für dich das Besondere an den Saarländern oder am Saarland an sich? Hast du doch gehört. So ein Publikum hast du nicht überall. Ich spiele in vielen Bundesländern. Da ist nicht überall gleich. Und hier ist es einfach phänomenal geil. Was steht jetzt noch bei dir als nächstes an? Das Album wird gerade gemischt. Das neue Michael Bormans Jaded Heart. Ne? Und das kommt dann Anfang Oktober raus. Und Ende Oktober gehen wir dann auf Tournee. Und jetzt Ende August werden wir 2 Videos abdrehen schon mal für die Promo und so. Also liegt sehr, sehr viel an. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Und gerne wieder. Gerne. Wir nehmen dich auch gerne wieder. Yeah! Classic Rock Radio.